Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier beim verrückten Krankenhaus, hier bei Seam Hospital in einer neuen Aufnahmesession. Und ich weiß noch genau, wir waren zuletzt hier dran beim großen Krankenhaus, haben das gerade eröffnet und schon hatten wir einen Notfall reinbekommen. Wir müssen die nächste Erweiterung abwarten, aber wir legen mal langsam los. Uns nicht so viel Stress. Hier haben wir noch unseren ersten Patienten, der Zungenmann, den wir gar nicht behandeln können, weil wir noch keinen Zungenentfernungsraum haben. Das ist natürlich doof. Okay, aber er blecht ja immerhin ein bisschen Geld für die Untersuchung, aber den schicken wir nach Hause, weil wir ihn nicht behandeln können. Ist auch erstmal auf die Schnelle gar nicht möglich, ihn zu behandeln. Kriegen alle den Kopf weggemacht. Ich mach mal zwei weitere Bänke dahin. Wir haben Minus. Wir machen Minus, deshalb kann ich keine Bänke holen. Haben wir aber jetzt gleich. So, der nächste noch und dann haben wir die Kohle zusammen. So, das wäre geschafft. Und wir haben auch einen Bonus erhalten. Kurz langsamer hier. 2000 ist ja am Anfang schon mal viel. Und eine Chance von 74. Der Patient soll warten. 74 ist nicht besonders hoch. Und ohne Forschungsraum, das war jetzt unüberlegt, kommen wir gar nicht so weit. Mist. Ich nehme einen Kredit auf. Denn wir müssen die Erweiterung holen vom Krankenhaus. Wir brauchen den Forschungsraum. Ohne den Forschungsraum geht gar nichts. Weil wir dann nichts verbessern können. Und keine weiteren Räume dazu bekommen. Unüberlegt, aber schnell erkannt von mir. Das schaffen wir schon. Sollte Platz für zwei Forscher sein. Ich glaube, der Raum ist da ein bisschen zu klein für. Allein schon wegen der Maschine hier. Dann verlegen wir das Ganze da einfach mal. So. Ach, das ist, wieso geizig eigentlich? Im Endeffekt nutzen wir sowieso nie alle Gebäude in einem Level. Forschungsraum ruhig mal ein bisschen großzügiger werden. So. Aktenschränke dorthin. Die Heizung packen wir unten in die Ecke. So, ein bisschen großzügiger ist der Raum. Entschuldigung. Ein echtes Geldproblem. Das wird sich schon beheben. Gut. So dürfte es klappen. So lassen wir es laufen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Geld plus machen. Dann auch mal neuen Räume bekommen. VIP laden wir ein. Also Kardiogramm haben wir jetzt von Anfang an dabei. Nur wir müssen den Röntgenraum, den Scannerraum, den Zungenentfernungsraum und die Poliklinik müssen wir auch noch bekommen. Da kommt noch ein bisschen was. Dahin müssen wir erstmal ein bisschen Einkommen bekommen. Und wir machen Minus. Florian Gänseblümchen ist wieder zu Besuch. Eine neue Krankheit, okay. Patient soll warten. Mindestens haben wir den OP-Saal, dadurch können wir auch schon mal ein bisschen kompliziertere Fälle behandeln. Aber das ist halt noch nicht gut genug.
noch eine Weile warten. Ah, das ist doof, ey. Wir müssen jetzt echt eine Weile warten. Ein Notfall. 6 Patienten mit Tarnkappenkrankheit. Übernehmen wir. Aber das dauert mir alles doch zu lange mit der Forschungsabteilung, bis wir neue Räume bekommen. Da müssen wir uns wohl gedulden. Gut, dass wir 2 Pharmatheken haben. Dann geht das recht schnell. Ich mache mal normale Geschwindigkeit. Und das Ganze auch im Blick behalten. Hier spaziert ein Arzt einfach so rum, Psychiater. Der irgendwie nichts zu tun hat, dann geht er mal in den Kardioraum. Hausmeister hatten wir 3. Der war auf alles, der war auch auf alles. Und wo ist der letzte da oben? Der ist auch auf alles spezialisiert. Nehmen wir mal den, der ist spezialisiert auf Pflanzen. Und dann nochmal einen sehr guten Hausmeister, der spezialisiert ist auf die Reparatur. Sehr gut, den Notfall haben wir geschafft und... Ah ne, hier, das war von Florian Gänseblümchen, weil ja alles gut läuft und Notfälle haben wir alle geschafft. 6.000. Sehr gut, dann können wir ein bisschen Schulden abbezahlen, haben nur noch 10.000 Kreditschulden. Läuft ja schon mal die richtige Richtung. Und wir haben die Zungenabteilung. Das ist sehr gut. Nur vom Platz her ist das hier alles nicht sehr gut. Das ist ja doof, das hier so zu machen. So könnte man es eigentlich machen. Ist ja nicht mal so verkehrt. Aber dann... ich weiß nicht so recht. Ich will immer noch mehrere Gebäude bzw. Räume anschließen können. Machen wir es jetzt einfach mal so, ist ein bisschen zu groß eigentlich, aber hey, was soll's. Feuerlöscher direkt dorthin. Zack, zack. Dafür brauchen wir einen, eigentlich nur einen guten Arzt. Wir haben einen sehr guten Chirurgen, der sogar Berater ist, nutzen wir ihn einfach. 4 Bänke, Getränkautomat und ein Heizkörper. Natürlich ist im Flur nicht so sehr geheizt. Ändern wir mal. Das ist ein bisschen besser. Die Forscher sind erschöpft. Gut, können sich eine Pause gönnen. Aber so läuft es eigentlich ganz solide. Was hatte ich denn nicht gemacht? Die Toilette hatte ich gemacht, den Ausbildungsraum hatte ich nicht gemacht, aber ich habe ja gesagt, den brauchen wir hier nicht, weil wir sehr gute Ärzte haben. Bisher sieht es ja ganz danach aus, dass wir das nicht benötigen. Wir brauchen echt mal Röntgen und Scanner, damit das hier nicht immer Fälle sind, die wir dann nicht behandeln können. Aber wenn die hier gerade beschäftigt sind, die Forscher... Ihr seid munter. Gucken, dass wir die Räume kriegen. Ah, Herr Keller spielt wieder der Boiler verrückt. Das fehlt ja gerade noch. Patient soll warten. Der Lüfter wurde verbessert. Der Patient soll warten. Gute Nachricht: Der Boiler wurde repariert. Hey! Kleiner Lichtblick. Oh, der Patient soll warten. Das ist echt doof. Dass wir ständig dieses Problem hier haben. Spitzungreibe wurde verbessert. Aber ich würde mich echt über einen Scanner oder einen Röntgenraum freuen.
unsere Ärzte-Team herausgefunden, was für eine Art von polierte Knochen der Patient leidet. Im Moment können wir diese Krankheit nicht behandeln. Sorgen Sie für... schicken Sie den Patienten in die Forschungsabteilung. Ja, machen wir. Warten. Das ist doof. Können aber nochmal Schulden abbezahlen. Stehen zwei Patienten ineinander davor, ne? Sieht sehr merkwürdig aus. So ein Zoom-Patient und so ein unsichtbarer. Ah, wir haben hier Röntgenraum. Ah, können uns aber nicht leisten. Das ist doof. Da müssen wir doch wieder einen Kredit aufnehmen. Immer ein Hin und Her hier. 8000 müssen wir nochmal aufnehmen. Aber wiederum, wir brauchen es, weil wir dann mehr Geld reinkriegen und dann auch die meisten Patienten endlich behandeln können. Das ist jetzt dann... wichtiger. Ja, ist vorbei. Das heißt, wir haben nochmal Geld reinbekommen. In die Kasse. Das höre ich natürlich sehr gerne. Wenn ich dann die Schulden gleich mal ein bisschen tilgen kann. Heizung. So. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ja, da stellen wir einen guten Arzt für ein. Hier ist ein guter Forscher noch dazu. Nutzen wir es so. So, ach komm, da können wir auch nochmal zwei Bänke hin machen. Wenn schon, denn schon. Schadet ja jetzt auch nicht. Können wir wieder was abbezahlen, wiederum 5000 Schulden und jetzt gehen die Leute auch zum Röntgenraum. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Sehr gut. Wieder Erdbeben. Die Patienten schwitzen. Drehen wir die Heizung mal etwas runter. Und jetzt vor allem wichtig ist, schauen wir nach den Maschinen. Hier wurde anscheinend repariert. OP-Saal muss noch repariert werden. Ah, der Hausmeister ist hier schon dran. Ein Kardiogramm. Reimt sich sogar. Ja, und sonst läuft es doch ganz gut. So, Schulden sind abbezahlt. Eine Schritte auf die Station, bitte. Also ein bisschen holpriger Start, aber wiederum... hat sich das noch zum Guten gewendet. Oh, das war ein bisschen zu schnell zum Guten gewendet. Jetzt noch vielleicht ein Scannerraum. Oder die Poliklinik. Dann sieht es noch besser aus. Ich spule aber dennoch mal ein bisschen vor. Wirkt da manchmal ein bisschen hektisch, aber es ist halt einfach in diesem Spiel notwendig, dass ich vorspule. Außer wenn wir jetzt gerade einen Notfall reinkriegen, Knackbacken, eine Person, schaffen wir. Dafür brauchen wir einen Chirurgen. Ist denn der andere Chirurg? Ah, das gefällt mir jetzt gar nicht. Wo ist der andere Chirurg? Da haben wir den einen. Da läuft... der andere. VIP-Einladung. Nehmen wir an. Oh, der Patient ist schon geheilt. Bonus ist uns sicher. Alles gut, alles schön. Ich finde, man sollte, die hätten das deutlicher machen müssen, wenn man einen Raum bekommt. 9. Weil steht nicht immer unten rechts. Deswegen gucke ich auch so oft nach. Aber okay. Das Spiel ist alt, die Entwickler sind pleite gegangen, leider. Jetzt sind die wiederum am Frieren hier. Heizung mal wieder etwas hochgedreht. Ich versuche es jetzt mal so zu lassen.
Schulden haben wir abgezahlt. Sehr gut. Ja, Ausbildungsraum. Könnte ich machen, muss ich aber nicht. Spitzungenreibe wurde verbessert. Krankenhaus zu inspizieren. Ja, ja, alles gut. Schicken Sie Patienten in die Forschungsabteilung. Ein Fortschritt im Torpedo in die Psychiatrie, bitte. Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Ach, das ist so jemand mit Haarausfall. Ah, dann kriegen wir jetzt eine neue Art von Patienten. Und das bedeutet wiederum, wir kriegen auch neue Räume, die wir bisher noch nicht hatten. So, du gehst mal dort rein. Die Ärzte müssen sich dann gegenseitig auch mal irgendwie die Schichten wechseln. Ist aber auch nicht so dramatisch. Zwölf Ärzte haben wir jetzt. Müssen wir doch, keine Ahnung, glaube ich, ein zu viel haben. Aber allgemein laufen die Ärzte hier irgendwie kreuz und quer rum. Was ist mit dem Arzt hier? Also die wechseln hier wirklich die Schichten wie sonst was. Gehst du dort rein? Ich weiß jetzt nicht, welcher Arzt wo ist. Du bist gerade nichts am Machen, dann gehst du in den Lüftungsraum. Jeder sollte so seine Aufgaben haben. Was haben wir denn jetzt schon wieder? In die Forschungsabteilung schicken wir diesen Patienten. Da ist er wieder. So ein Patient. Cardio wurde verbessert. Ich würde aber ganz gerne einen weiteren Raum haben. Vielleicht ist es auch hilfreich, noch einen Forscher hier einzustellen. Müsste doch gehen, oder? Ah, wir brauchen, glaube ich, drei Arbeitstische. Dann würde das gehen. Ah, jetzt haben wir auch Computer. Riesencomputer. Das geht so nicht. Das geht so auch nicht. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? So, mal kurz hier alles verschieben. So, der Mülleimer können wir dort nicht hinpacken. Dann kommt der nicht mehr an die Pflanze ran. Geht das denn? Ah, Mist. Jetzt muss ich ja alles verschieben. Und ob das so klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Ganz Mist. Ist aber nicht so schlimm, können wir ja quasi auch in der Mitte packen. Ist ja absolut kein Drama. Ich weiß nicht, ob da noch überhaupt jemand drankommt, um die Blume zu gießen. Schade, hier können sie diese Mitarbeiter nicht platzieren. Bleiben die jetzt zu dritt da drin? Und warum sind die da im Flur am Frieren? Machen wir das mal kurz so, die Bank weg. Heizung hier noch mit hin. Und eine Heizung. Eine Heizung. Hier noch hin. Und die arbeiten da jetzt zu dritt, wie es aussieht. Und der Hausmeister kommt an die Blume. Alle meine Fragen wurden beantwortet. Und die Frage, welche Räume wir noch bekommen werden, die beantworten wir erst frühestens in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge von Seam Hospital.
Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, nämlich schon übermorgen. Und bis dahin,